So, kommen wir zur nächsten Kochrunde. Und jetzt werden wir eine Mischung machen, so aus Osten und Westen. Das versuche ich ja mal ein bisschen zu verknüpfen. So die Idee vom Ayurveda mit unseren Zutaten. Und deshalb werden wir einen Curry machen aus Kartoffeln und einfach Stauden, Stangenbohnen. Und da kommt dann ein bisschen Ingwer, Zitronengras und ein bisschen Chili rein. Und dann statt Koriander noch die Zitronenmelisse. Ja, die hatten wir vorher bei dem einen Rezept, bei dem Schabbat auch schon mal. Und ich bin dann immer großer Fan von Wiederverwendung und dann das jetzt einfach. Da würde ich dich nur bitten, hier die Kartoffel zu Schälen. schälen. Genau. Die ist jetzt vorgekocht, was jetzt auch okay ist, da geht es ein bisschen schneller. Also das Thema hatten wir schon mal, dass es völlig okay ist, vorzubereiten. Ich gehe dann mal hier rum und mache mal den Ingwer, so einen kleinen Tipp aus der Praxis. Ingwer schälen mit dem Löffel. Einfach abschauen. Ja. Da geht das ein bisschen fixer. Und man hat nicht so viel Verlust, wie wenn man mit dem Sparschäler hantiert. So. Zack, zack, zack. Ist der Ingwer geschält. Hast du gern scharf, Christine, oder? Ja, gerne, sehr gerne. Okay. Dann machen wir da ein bisschen einen Speed. Kariert raus und nimm da eine ganze Chili. Sonst ist beim Ayurveda mit Schärfe immer ein bisschen zurückhaltend, ja, weil so viel Schärfe erhöht das Windelement aus Sicht des Ayurveda. Ja. Also man verliert dann so schnell mal die Bodenhaftung, wenn es zu scharf ist. Ja. Das erzeugt so viel Wind und deshalb da gerne ein bisschen zurückhaltend sein. Aber wenn du sagst, ein bisschen Speed ist okay, dann machen wir das auch. Wobei ich gar nicht weiß, was bist du denn, diese drei Typen? Ja, das ist also, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass du von allem alles bist. Ja, also es gibt ja in vielen Büchern so lustige Fragebögen, so nach dem Motto in 20 Fragen zum Glück. Das wird der eigentlichen Ayurveda-Idee nicht so ganz gerecht, weil du kannst dich mit 20 Fragen eigentlich was über die Urnatur von einem Menschen herausfinden. Es gibt eine gewisse Orientierung, weil ab dem Moment deiner Geburt oder eigentlich fängt es schon früher an, ab dem Moment der Zeugung sind so grundlegende Dinge schon festgelegt. Das variiert dann im Verlauf eines Lebens, aber auch schon im Verlauf eines Tages. Von daher kann man immer sagen, ist eine Mischung von allem. Hier mal als Fettalternative ist jetzt mal Kokosfett. Weil wir hatten jetzt Ghee, wir hatten Olivenöl und das ist jetzt Kokosfett, wenn man mal so ein bisschen in die Asia-Richtung dann auch gehen will. Ich schmiere mir das immer auf die Lippen. Ja, das ist auch gut zum Fetten. Ne? Gerade so im Herbst, wenn es dann losgeht, dann der Ingwer rein. Und dann gibt jetzt auch ein paar Cashewkerne mit dazu. Weil das ist auch, dass es ein bisschen nahrhafter noch wird. Ne? Weil die Nüsse ja auch viel Eiweiß dann haben und es gibt dann einen schönen Biss nachher. Dann Curry. Schon mal drauf, so ein bisschen großzügiger. Und ich nehme hier jetzt nur eine Chili. Wie viele Curry-Sorten gibt es denn? Gibt es da nicht auch die unendlich viele Richtungen oder gibt Es es da gibt nur? unendlich viele Mischungen, weil Curry ist eigentlich nichts anderes immer wie eine Mischung, ja, aus verschiedenen Komponenten. Von daher gibt es unendlich viele Variationen. Bei der Chili, wenn man das macht, was ich jetzt gemacht habe, also Chili mit den rohen Händen Muss man sich angefasst. danach ins Auge fassen? Genau, hervorragende Idee. Besser ist es, wenn du vorher ein bisschen Fett auf die Finger nimmst und wäschst dir dann die Hände. Weil das Capsaicin, der Chili, ist nur fettlöslich und nicht wasserlöslich. Ne? Also deshalb brauchst du immer ein bisschen Fett dazu. So, wieder das Thema mit den Gewürzen. Da wird es ein bisschen kräftiger und aromatischer. Dann gebe ich hier die Bohnen schon mal rein. Auch gerne ganze Bohnen, dass man die nicht verstecken muss. Du machst sowieso nicht alles so super schick und Nee. Shishi. Du bist eher so der Bisschen handfester, ne? Handfester. Also das kann man auch gerne so ein bisschen grob lassen, dass man das Gemüse nicht versteckt. Das kann man ruhig sehen. Ja, also, man darf durchaus erkennen, dass da grüne Bohnen drin sind und nicht, dass man sieht, da ist irgendwas Kleingeschnippeltes drin. Dann kommt ein bisschen Zitronengras rein. Ganz wichtig,
erstmal halbieren und dann aufklopfen. Das kann ja leicht ins Auge gehen. Dann riech mal. Mhm, ja, es riecht nach nichts. Und riech jetzt mal. Aha, verstehe. Na, deshalb, dass es aromatischer wird. Hm. Reingeben. Sag mal, und dieses Messer, bist du so ein Messerfetischist oder nimmt man einfach irgendeins? Also es sollte schon ein vernünftiges Werkzeug sein, aber es muss jetzt kein handgeschmiedetes 3000-Euro-Messer sein. Also ein scharfes, gut gepflegtes Messer auf jeden Fall. Okay. Rein damit? Rein. Dann wird das Ganze aufgegossen mit ein bisschen Kokosmilch. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ja, aber es passiert in den meisten Fällen eigentlich nichts. Und jetzt kommt hier der Deckel drauf und jetzt köchelt das Ganze so 5 bis 6 Minuten. Was macht man in der Zeit? Hast du einen guten Tipp für faule Tage? Für faule Tage? Sich entspannt zurückziehen und einen Tee zum Beispiel trinken oder einen frischen Saft. Das, was wir jetzt auch tun, und dann sehen wir uns gleich wieder hier am Herd. Gut, dann schauen wir mal nach den Bohnen. Die sind jetzt auf einem guten Wege. Das ist schon mal so ein bisschen eingedickt. Das ist das Schöne an Kokosmilch, ne? Mhm. Das gibt eine schöne Sämigkeit. Welche Hitze ist das jetzt hier? Das ist die mittlere Stufe. Also ich habe hier 10 Stufen und bin jetzt auf der 5. So eine Überraschung bei Ayurveda, die mittlere Stufe. Die mittlere Stufe. Auch da wieder der Ausgleich. Dann mache ich hier nochmal den Deckel drauf, dass das ein bisschen zieht. Dann kannst du in der Zeit nettes Gewürz mörsern, was man dann auch als, genau, zeig's mal, als Reisparfüm nutzen kann, also um Reis ein bisschen zu aromatisieren. Das war jetzt Mandeln und rosa Beeren, also kommt noch rosa Pfefferbeeren. Rosa Pfefferbeeren, wie viele? So ein bisschen? Ja, das ist okay, weil das ist vom Aroma auch viel fruchtiger und ist so kräftig scharf. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Und jetzt kommt noch ein bisschen Salz rein. Einfach auch, das mag man dann kannst du es besser zermahlen. Echt? Ja. Und ein kleines bisschen schwarzer Pfeffer. Und dann wie vorhin mit Schmackes. Und dann auch gerne mal so ein bisschen mahlen. Hier so. Genau. Und dann wieder schön im Fluss. Beschweren sich da nicht die Nachbarn? Die muss man dann einladen. Nein, ich bin ja hier im Gewerbegebiet, von daher sind die alle sehr entspannt. Sehr schön. Und dann gibt es gerne schon mal drüber. Das darf ich jetzt machen? Einfach reinkippen. Ach. Hast du einen Löffel? Ja, wäre ja schade. Ja. Platz mal den Rest noch raus. So. Dann kannst du jetzt die Kartoffeln würfeln, also einfach halbieren und dann den Löffel schneiden. Die war ja schon gekocht. Ich weiß nicht, wie man daraus Würfel schneidet. Also nochmal. Auf jeden Fall brauchst du erstmal ein gescheites Messer. Ne? Mhm. Also nicht sowas, das ist ein Schälmesser, aber kein Schneidemesser. Dann gehen wir hier in die Abteilung, also eher sowas Handfestes. Und jetzt nochmal? Jetzt mal so. Einmal, das habe ich schon. Mhm. Und dann legst du auf die Schnittfläche und dann schneidest du einfach. Ach so. So Stücke, und, genau. Ach so, okay, gut. Naja, gut. Das ist eine überschaubare Aufgabenstellung. Ist doch wichtig, dass man in der Küche zusammenarbeitet, oder nicht? Auf jeden Fall. Also in der Küche, das ist so ein Ausschnitt des Lebens. Mhm. Ja, also auch wie Leute kochen, das sagt ganz, ganz viel aus. Auch so den restlichen Teil ihres Lebens. Stell dir mal die Mafia vor, ohne diese tollen Hackfleischbällchen-Rezepte. Ach so, ja, das passt dann zum Thema. Ja, genauso wie wir hier, wenn man für Yoga-Leute kocht, da halten wir uns fern vom Hackfleisch, sondern sind wir so bei der friedfertigen Gemüseabteilung. Aber Hauptsache zusammen. Hauptsache zusammen, auf jeden Fall. Gerade beim Kochen, das multipliziert sich dann. Gute Energie potenziert sich dann, in dem Falle auch. Okay, das sieht entsetzlich aus, aber das muss jetzt, damit müssen wir leben. Damit müssen wir jetzt leben. Das ist Leben. Im Leben ist nie was perfekt. Ja. Das tröstet mich. Rein damit? Rein damit. Gut. Dann unterrühren. K-
Ketchup drauf und fertig. Wenn du einen guten Ketchup hast und dann selbstgemachten im Optimalfall, das können wir dann in der nächsten Folge mal machen, machen wir einfach mal Ketchup selber. Das ist gar nicht so der Riesenaufwand. Ich gebe mir ein kleines bisschen Gas und dann Salz noch. Und wie heißt das jetzt? Wollen wir das nennen alles außer Zimt? Kannst du gerne alles außer Zimt nennen. Ja genau, weil das war jetzt auch mal ein Rezept, wo kein Zimt war. Also da musst du jetzt auch nicht unbedingt Zimt mit rein. Mhm. Das funktioniert so auch ganz gut. Dann noch so ein bisschen, um eine fruchtige Komponente reinzubringen. Und das muss jetzt nicht unbedingt Mango sein. Also ein Mango-Curry kann auch lecker sein. Aber wenn das Gericht jetzt so die Idee ist, Osten und Westen mal zusammenzubringen, nehmen wir einfach Äpfelchen vom Garten nebenan und wieder die Gemüsereibe. Und man muss dazu auch gar nicht im Flugzeug sitzen und 12 Stunden fliegen. Nee, auf keinen Fall. Also das funktioniert mit dem, was es bei uns so gibt, genauso gut. Also von daher bin ich großer Fan davon. Man kann natürlich mal zu Urlaubszwecken sagen, ich fliege mal irgendwo hin, wo es lustig ist, wo schönes warmes Wetter ist. Aber das funktioniert auch durchaus mit einheimischen Sachen und das kickt genauso gut. Ich habe auch einen Namen dafür, wir nennen es Curry ohne Katar. Ohne Umsteigen in Katar. Achso, ja, genau. Wo das muss man doch immer, wenn man ja nach Indien. Achso. Muss man doch dort umsteigen in der Regel. Vor allem ist es ein Curry ohne Diarrhoe, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ja. Jetzt müssen wir schnell umrühren, das sieht sonst hier ganz echt dramatisch aus. Nein, dramatisch, das geht noch. Dann rühr du mal ein bisschen, dann mache ich noch die Zitronenmelisse, kurz zum Schluss. Dasselbe Thema wie vorhin mit der Minze, frische Kräuter immer erst kurz zum Schluss. Und das ist auch mal eine schöne Alternative zum Koriander, weil viele so ein bisschen ein Problem haben mit Koriander, weil sie sagen, das schmeckt so ein bisschen seifig. Was aber mit Koriander ist es so wie mit Engels, oder? Wie mit dem Marxismus. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Genau. Es gibt eigentlich wenig dazwischen. Es gibt bei Koriander gibt's wenig Zwischenstufen. Entweder du liebst ihn oder du hast ihn. Und dann. Das habe ich gekocht. Können wir sagen, ich habe das gekocht? Auf jeden Fall. Also, das ist aber gelogen. Ja, du hast auf jeden Fall ganz stark mitgeholfen. Mhm. Ja, das ist fast so wie alleine gekocht. Für die Farbe, na klar, wieder ein bisschen Kurkuma. Es ist auch so eine Art natürlicher Geschmacksverstärker im Ayurveda. Man sagt, ja, am Essen fehlt noch so ein bisschen der besondere Touch. Dann Prise Kurkuma, dann ist man schon mal auf einem guten Wege. Gehen wir mit der Hitze ein bisschen runter. Und dann testen wir das jetzt mal. Entscheidend ist eigentlich aber immer der Ingwer, oder? Kommt so, sieht erst so ein bisschen blass aus, sorgt aber dafür, dass alles zusammenhält. Genau, der Ingwer kommt dann beim Kochen groß raus. So wie Charlie Watts bei den Stones. Hält sich im Hintergrund auf, sorgt aber dafür, dass alles klappt. Und sorgt dafür, dass die beiden Scheintoten da vorne funktionieren. Oh Gott. So, also das hat jetzt relativ viel Speed. Test mal, du wolltest scharf, jetzt hast du es würzig. Ich esse es jetzt, ja du. Ich bin ja Stones-Fan. You can get no satisfaction, ich schon. Also, gesetzt den Falle, ihr könnt jetzt nicht so scharf essen wie Christine, dann ein bisschen nachsüßen, weil Süße nimmt ein bisschen die Schärfe raus. Und das machen wir jetzt hier mal mit Ahornsirup. So ein bisschen Ahornsirup drüber. Oh, köstlich. Okay, du darfst auch mal probieren. Jetzt mit der Süße. Probier dann nochmal. Also was wir jetzt hier machen, geht natürlich nur, weil wir es für uns gekocht haben. So nach dem Motto, mit dem Löffel rein und dann wieder raus und wieder rein. Aber das bleibt jetzt hier unter uns. Von daher ist das okay. Ja, da kann die Mafia gucken. Das kriegt die nicht hin. Das sieht irgendwie Hackfleischbändchen ganz schön untergehen aus. Ja, das war jetzt auch da ein ganz fix gekochtes Curry ohne Katar. Genau, in diesem Sinne,
Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.